Heute gibt es leckere Zimtsterntorte. Die Idee für die Dekoration ist von honigkuchenpferd.com. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Für den Tortenboden wird als erstes Eiweiß mit Salz steif geschlagen. In einer anderen Schüssel werden Eigelb, Zucker und Vanillezucker aufgeschlagen, bis die Masse deutlich heller aussieht und der Zucker anfängt sich aufzulösen. Dann kommt noch Öl dazu. Dann werden geriebene Mandeln mit Stärke und gemahlenem Zimt vermischt und kurz unter die Eigelb-Zuckermasse gehoben. Um die Masse etwas aufzulockern, kommt dann die Hälfte des Eischnees dazu. Zum Schluss wird noch der restliche Eischnee untergehoben und der Teig anschließend in eine Springform mit 24 cm Durchmesser gefüllt. Das Ganze muss dann für ca. 40 Minuten bei 170 Grad Umluft backen. Wenn bei der Stäbchenprobe kein Teig mehr hängen bleibt, ist der Boden fertig. Bis es weitergehen kann, muss er aber erst komplett abkühlen. Wenn es soweit ist, kann er aus der Springform gelöst und einmal waagerecht geteilt werden. Für die Creme wird Schlagsahne mit Sahnefest bzw. Sahne steif aufgeschlagen. Speisequark wird mit Zucker und Vanillezucker verrührt und anschließend die geschlagene Sahne untergehoben. Die Creme wird zwischen den beiden Tortenböden verteilt und danach der ganze Kuchen mit der Creme bestrichen. Verziert werden kann er mit etwas Zimtzucker und unseren leckeren Zimtstern. Das Video zu den Zimtsternen findet ihr auch bei uns. Bis zum Servieren sollte die Torte auf jeden Fall im Kühlschrank gelagert werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.